und die 8. Auch beide also gerade auf der Platte. Nicht, dass sonst keiner interessant wäre, aber das sind so die, die durch Zahlen, durch Nominierung in der Nationalmannschaft halt auch sehr, sehr rausgestochen sind. Für die Gleichberechtigung nenne ich ihn auch noch die Nummer 10 des VfL Wolfsburg, gerade abgeschlossen. Das ist Nathan Raphael Walik. Er ist mit 5 Toren der zweiterfolgreichste Torschütze der Wölfe in der Regionalliga. Dort ist man Tabellenführer. 28 Punkte aus 12 Spielen. Ist 2 Punkte vor Osnabrücks U17, hat aber ein Spiel weniger. Also man ist klar auf Kurs Meisterschaft in der Regionalliga. Das gleiche gilt übrigens für Mainz. Auch die Tabellenführer sind punktgleich mit dem SV Gonsenheim. Damit es auch der SV Gonsenheim hier in diese Übertragung geschafft hat, nennen wir sie jetzt, während Mainz hier das 1:0 erzielt in Person von Nikita Petrov. Um das kurz zu Ende zu führen, punktgleich mit dem SV Gonsenheim. Allerdings hat Mainz ein Spiel weniger absolviert. Heißt, hier Direktabnahme wunderbar gemacht, oben links platziert zum 1:0. Heißt, die Mainzer mit dem gewonnenen Nachholspiel sogar 3 Punkte vor. Sodass wir hier bei dieser Partie Wolfsburg gegen Mainz wirklich von 2 souveränen Tabellenführern ihrer jeweiligen Regionalliga sprechen können. Und das zeigen die Wölfe jetzt auch mit ihrem ersten Treffer im Turnier in Person von Matteo Hecker. Er erzielt das 1:1 hier in der Hintertorperspektive. Auch das schön platziert zum Jubel. Also geht doch gut los hier, die Partie. Beiden Mannschaften traut man was zu hier in dem weiteren Turnierverlauf. Wolfsburg draußen, ein Tucken torgefährlicher. 12 Spiele, 45 Tore. Mainz 05 schon 15 Spiele, nur 39. Also die Wölfe sehr, sehr torhungrig unterwegs in ihrer Liga. Die Regionalliga ja auch für die U16-Teams die höchstmögliche Liga. Danach kommen noch die Bundesliga und da sind ja schon die U17-Teams vertreten. Und dass zwei Mannschaften eines Vereins in einer Liga spielen, geht da im Jugendbereich nicht. Also selbst wenn die Wölfe und die Mainzer jeweils Meister werden, würden sie nicht in die Bundesliga aufsteigen können. Aber natürlich ist es das Ziel eines jeden Vereins, seine U16 in der Regionalliga zu platzieren, um sie einfach bestmöglich auf die U17 dann auch vorbereiten zu können. Die Körperlichkeit, an das Tempo. Beispielsweise, und dann nennen wir sie ein viertes Mal in diesem Spiel, der SV Gonsenheim tritt in dieser Liga mit seiner U17 an. Nächster Schussversuch hier auf das Tor der Mainzer. Jetzt der lange Abwurf, sehen wir immer wieder im Turnier. Gute Ablage, das war mal konstruktiv gespielt, aber dann auch geklärt durch Tobias Kühne. Hier sehen wir das Trainerteam der Wölfe. Reiko Filalek, der Cheftrainer. 44 Jahre alt. War vor 2 Jahren schon mal hier beim Freeway Cup, während die Mainzer hier in Führung gehen. Torschütze war Finn Mörschel, Spieler mit der Nummer 3. An der Bande durchgesetzt, ganz spitzer Winkel und dann ins lange Eck vollendet. Das war technisch sehr hochwertig, sehr gut gelöst, diese Situation. Erneute Führung für Mainz 05. 6 Minuten
vor Ende der Partie. Da gibt es noch Anweisungen vom Mainzer Coach, von Bartosz Gaul, 30 Jahre alt, A-Lizenzinhaber. Löst wieder und der Ball auf die Tribüne geklärt. Ballbesitz VfL Wolfsburg. Quer durchgespielt. Mainz 05 auch beim Norit Cup in Dettelbach unterwegs gewesen. Siegten da gegen Leipzig mit 5:2 und die nächste Partie der Mainzer wird gegen Leipzig stattfinden. Da sind wir sehr gespannt, ob es eine Revanche geben wird. Die spielen einen starken ersten Tag, einen starken Freitag und sind dann so ziemlich eingebrochen und ja, haben dann noch einen 8. Platz erreicht. Das sah an Tag 1 dann doch nach deutlich mehr aus. Vielleicht drehen sie sich heute um. Heute noch nicht ganz so kraftvoll, nicht ganz so überzeugend. Und morgen dann die volle Kapelle. Das ist der Schussversuch. Das war gut gedreht, aber die Wölfe wieder aufmerksam. Soloversuch, unsanft gestoppt. Tobias Kühne gefoult. Hier sehen wir es nochmal. Setzt da mal an zum Dribbling. Setzt mal den Diagonallauf an. Und dann schnell gestoppt und schnell gelegt. Taktisch clever gemacht. Da haben wir gutes Tempo angezogen jetzt. 1-gegen-1 Situation. Ball quergelegt. Oh, strenger Blick. Bartosz Gaul. Vorher Co-Trainer bei der U19 von Schalke 04 gewesen. Und jetzt seit 2015 in Mainz, 2 Jahre die U15 betreut und jetzt Trainer der U16. Nächster Schussversuch, wieder geblockt. Mainz schmeißt sich da in die Bälle. Mainz will den Kasten jetzt sauber halten. Wolfsburg-Spieler ist geduldig. Risikoarm, verlieren die Bälle nicht mehr so viel. Um aus der Kontrolle heraus torgefährlich zu werden, das klappt. Ja, mittelprächtig. Geklärt Niklas Wienold. Wirken noch ganz entspannt die beiden Trainer des VfL Wolfsburg. Co-Trainer Patrick Kunig auch mit nach Lübeck gekommen. Wieder clever gemacht. Ball gut abgeschirmt von Marc Fichtner. Schussversuch in die höchste Etage der Karlsporthalle. 2 Minuten vor Ende der Partie. 9. Teilnahme für den VfL Wolfsburg. 6. für Mainz 05. Also noch gar nicht so ein langer Teilnehmer dieser Runde. Liegt sicherlich auch daran, dass Mainz da noch nicht die größte Bundesliga-Vergangenheit in den jüngeren Jahren, in den Anfangsjahren des Turniers hatte. Wolfsburg rennt weiter an. Das war mal schön gelöst, das war ganz fein gelöst. Da kriegt sie vollendet, aber dann sein Kollege. Und wie wunderbar
vorbereitet erst von Matteo Hecker. Und dann knallt ihn Niko Vukancic humorlos in die Maschen. Zum 2-2. Ja, der zweite Punkt für die Wölfe im zweiten Spiel. Ah, ganz zufrieden wirken sie noch nicht. Gucken noch auf die Uhr. Und dann nehmen sie zur Kenntnis, dass Mainz 05 wieder in Führung geht. Das war klasse gemacht. Und dann ganz gefühlvoll ins lange Eck gehoben. Wunderbares Tor zum 3-2 für Mainz 05. 30 Sekunden vor Ende der Partie. So, die Wölfe drücken jetzt einmal. Jetzt wollen sie natürlich den Punkt haben. Langer Ball gespielt. Boah, schade, das war nochmal Tennis hochwertig. Die Uhr müsste angehalten sein. Jawohl, wir haben noch 23 Sekunden laut Hallenuhr zu spielen. Zeit genug, um hier noch ein 3-3 zu landen. Jetzt haben wir nochmal richtig Spannung, richtig Dampf hier im Spiel. Guter, tiefer Ball gespielt. Abgelegter Ball, Abschlussversuch. Wieder geklärt. Wienold muss nicht eingreifen. 9 Sekunden, Uhr ist angehalten. Spiel läuft. Noch 5. Schussversuch, geblockt. Schussversuch, was für Tor! Lars Tekkend! Marcel Beifuß mit der Sirene zum 3-3. Zweiter Punkt für den VfL, hier sehen wir es nochmal. Volles Risiko, voll genommen. Roms in die Maschen, 3-3. Viel Spaß bei den Highlights, bis gleich. Damit trennen sich der VfL Wolfsburg, präsentiert von Autohaus Schmale. Und der FSV Mainz 05.